Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal ganz kurz mal um mein Thema. Und zwar habe ich jetzt beschlossen, ich werde einen komplett neuen YouTube-Kanal starten. Diesen Kanal würde ich natürlich weiterführen. Da werden ab und zu mal Videos hochgeladen. Nicht mehr so oft wie davor wahrscheinlich, aber es werden ein paar Videos schon mal hochgeladen. Ich habe dafür einen neuen Kanal, der heißt Prime Apps. Es gibt auch natürlich einen neuen Instagram-Account, der heißt Prime Apps TV, aber alle Links sind natürlich in der Videobeschreibung. Warum habe ich einen neuen Kanal gestartet? Erstens, in dem Kanal habe ich viel zu viele Fehler gemacht. Ich habe manchmal monatelang keine Videos hochgeladen. Ich habe einfach wirklich viel Fehler gemacht. Und das möchte ich mit dem neuen Kanal dann ändern. Ich möchte mich auch nur auf eine einzige Zielgruppe spezialisieren. Und zwar, der neue Kanal wird sich viel um Programmieren handeln. Entweder ich lade mal Videos hoch, wo ich euch zeige, wie man was programmiert, also wo ich ein Spiel oder meine App oder so programmiere. Oder ich werde euch mal über neue Funktionen, neue Sachen in meinem Spiel erzählen, was ich in der Woche oder so mal hinzugefügt habe. Oder ich werde mal versuchen, in einer Woche oder so mal Spiele zu programmieren. Sowas werde ich auf meinem neuen YouTube-Kanal machen. Der ist auch sogar schon online und ihr könnt jetzt mit dem, wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung tippt, dann auf den Kanal, kommt ihr auf den Kanal und könnt, wenn ihr wollt, den abonnieren. Es ist derzeit noch kein Video online, aber ich werde jetzt ist dann bald, vielleicht sogar heute noch, das erste Video von Pixelcast hochladen, weil ich möchte alle Videos von Pixelcast auf meinem Kanal oben haben. Vielleicht werden sogar zusätzlich noch die Videos auf den Kanal kommen über Pixelcast, aber ich denke, glaube eher nicht. Das wird wahrscheinlich eher nicht so sein, aber das werde ich mal schauen, wie weit. Wo ich überall Videos immer und wann ich Videos hochlade. Es wird in den nächsten Wochen nochmal Informationen geben. Jetzt werde ich euch mal ganz kurz sagen, warum ich wirklich genau einen neuen YouTube-Kanal gestartet habe. Und zwar, ich denke niemals, dass dieser Kanal 100.000 Abonnenten bekommt. Da sind viel zu viele Fehler dafür drin. Keine richtige Zielgruppe ist ausgewählt worden. Ich habe manchmal monatelang keine Videos hochgeladen und das ist ein Fehler. Das möchte ich versuchen, dass ich das auf meinem neuen Kanal nicht mache und möchte versuchen, innerhalb von einem Jahr 100.000 Abonnenten zu erreichen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber ich hoffe es. Ciao Leute, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.